Hallo und herzlich willkommen zurück zu, und das muss man fast sagen, das ist so ein bisschen geheimnisvoll. Wir haben einen schwarzen Hintergrund, der kommt aber gleich, ich weiß das. Wir machen Vorstellungsvideos zur Kandelin. Es gibt die mittlerweile in der Version 2, aber wir fangen hier wirklich ganz von vorne an. Ich habe heute Abend dazu zu Gast auch den Luan. Und den Mike, ist das Kernstück dieser Karte. Das muss ich einfach mal so sagen. Und ja, freue ich mich, euch beide dabei zu haben. Hallo. Ja, moin, moin, moin. Und ich habe noch den Sebastian mitgebracht aus dem Team, weil der die Karte liebt. Und der darf dabei sein und auch mal hin und wieder sein Wort dazu geben. Hallo, Sebastian. Hallo. So, und ihr seht schon, das ist keine Ingame-PDA vom Farming Simulator, sondern das ist Google Maps, ne? Hinweis Google Maps. Aber das ist genau eben diese Gegend. Das ist hier Kandelin, Süderholz. Da gibt es, also ihr werdet tatsächlich viel davon wiedererkennen. Und guckt euch mal dieses Feld hier an, was ich hier gerade einkreise. Das ist so ein bisschen hier rund um kleinen Zahnwanzen. Also guckt euch das mal genau an und hier oben diese Ecke. Und dann wechsle ich mal ins Spiel. Und dann mache ich euch mal die Kartenlandschaft auf. So, ihr seht also genau, das ist der Bereich, der da wieder herkommt. Das ist dieses kleine Zahnwanz, was wir da hatten. Das ist dieses Feld, was ich euch gerade umrissen habe. Und hier oben sind die Felder, die ihr auch auf der Google Maps Karte seht. Ihr seht also, das ist einer Gegend nachempfunden, die es in der Realität gibt. Und das macht heute, ich sage euch ganz ehrlich, das macht Karten aus. Da muss sich der Mapper nicht über die Aufteilung der Gegend erstmal Gedanken machen, sondern er nimmt das erstmal mit. Und also ihr kommt sogar von da, ne, Luan? 17 Kilometer von Kandelin aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. So. Genau. Und das zeigt mir einfach, die Jungs wissen, wie es da aussieht. Die wissen, was sie da mappen. Die wissen, wo sie sich da zu Hause fühlen. Und genau so wirkt die Karte auch. Wenn man auch über die Karte fährt, dann wirkt die einfach echt. Ich springe mal eben hier aus dem Bauernhaus, obwohl wir können auch einmal kurz rausgehen. Ach guck mal, die Jungs stehen hier auch so schön noch rum. Ich sehe das gerade. Hallo, ihr Lieben. Moin. Wir haben übrigens, dass es klar ist, also wir haben ein Installationsvideo gemacht, da wird euch erklärt, wie die IDs zu vergeben sind. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir fangen jetzt tatsächlich an, euch die Karte näher zu bringen in 3 Folgen. Wie lang die sein werden, das liegt so ein bisschen daran, wie viel Quasselwasser wir da heute dabei haben. So, ich zoome mal hier hoch und ich mache mal so einen Überblick hier über das Dorf. Und das sage ich euch auch sofort, dass ich finde, dass wirklich die Anordnung wirkt einfach wie ein echtes Dorf. Das ist nicht irgendwie am Reißbrett geplant, sondern das sieht gewachsen aus. Und da hat man sich viel, viel Mühe gegeben, genau das zu tun. Und das machen die Kollegen hier einfach ständig, diese Gegend nachempfinden, so dass man sich da auch wohlfühlt. Also man kann schon sagen, auch was die Texturen angeht, ihr geht immer von der Realität aus da, ne? Ja, genau. Also wir versuchen das schon so ein bisschen authentisch zu halten. Es gibt viele verschiedene Baustile von Fachwerk bis weiße Fassade oder nur Klinker oder es soll halt nordisch authentisch aussehen, ne? Ja, also man, Bis wenn man in der Gegend spazieren geht, dann sollte man sich hier auf der Karte auch wiederfinden, ne? Das kann man schon so Genau. sagen, Ja, auf jeden Fall. ne? Hier ist übrigens eine Einbahnstraße, also für alle, die die Karte irgendwann spielen, das werdet ihr hassen. Also wenn ihr realistisch spielen wollt, werdet ihr dieses Schild hier hassen. Das kann ich ja schon sagen. Vor allem, wenn So. von vorne die Autos kommen. Bitte? Vor allem, wenn von vorne die Autos kommen. Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Ich glaube, ich Oder bin wer hier an der richtig. Ecke steht. Bin, glaube ich, richtig auf dem Weg zum ersten ID-Hof. Und zwar ist es der Bereich für das Lohnunternehmen, die ihr eingeplant habt. Ne, da starten auch die. Das ist auch der Singleplayer-Start hier, ne? Genau, das ist der Genau. Singleplayer-Start, ja. Hier stehen auch die. Ich glaube, es sind auch die Geräte für den Singleplayer-Start, die hier so Das dann sind auch stehen die würden, ne? Geräte für Ja. Singleplayer-Start, genau. Genau, und
Was gibt's denn hier? Im Prinzip ist das von euch gedacht als Lohnunternehmerhof. Ne? Das heißt, hier ist gar nicht so viel mit Hof-Silo oder Kuhstelle oder sowas Hier geplant, gibt's sondern. kein Silo, nichts. Das Einzige, was man hier hat, ist eine Werkstatt, wo man dann die Autos und die Fahrzeuge alles hier warten kann. Und auch zwei Tanks, wo man dann halt Dünger und Saatgut kaufen kann. Genau. Und warum haben wir das gemacht? Das ist eine ganz einfache Sache. Wir haben gesagt, die Karte ist so groß und hat so viel zu bieten, dass man, wenn man sie wirklich zum ersten Mal spielt, kann man sie einfach als Lohnunternehmer ein bisschen kennenlernen, macht ein paar Feldmissionen, findet sich ein bisschen zurecht, fängt an, die Verkaufsstellen zu erkunden und so weiter. Und dementsprechend hatte man nachher irgendwann so viel Geld zusammen verdient, damit man sich den ersten Hof kaufen kann. Ah, das klingt ja eine coole Storyline. Da habe ich noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer Ja. gedacht, ja, ist so schön, da hat man es abgestellt, dann kauft man sich aber direkt einen Hof, damit man loslegen kann. Aber die Idee ist natürlich nicht schlecht. Also gerade in den ersten Tagen, Wochen, je nachdem, wie viel man spielt, hat man natürlich, dass man viele Lohnaufträge macht. Und ja, warum nicht auch so starten? Das ist tatsächlich Genau. clever. Ja, coole Nummer. Ich fliege mal hier so ein bisschen über den Hof. Der ist nicht sehr groß. Also es ist wirklich so, dass man auch mit den Geräten, wenn ihr wirklich ganz große Geräte fahren wollt, dann müsst ihr dann circa, also das ist jetzt nicht so ein Hof für die ganz krassen Fahranfänger. Aber Ja, man und Big kann. Bad soll man hier nicht ankommen. Genau, das kommt noch dazu. Also Bourgault DLC ist für diesen Lohnunternehmerhof hier genau das Richtige. Ne? Der muss hier rauf. Ja. So eine kleine Sämaschine mit über 30 Metern, die könnt ihr hier fahren. Ich finde aber auch tatsächlich die Idee spannend, Lohnunternehmer auf so einer Karte auch zu haben. Also wenn ihr Multiplayer spielt, dann wirklich mit Lohnunternehmern zu spielen. Deswegen finde ich das durchaus auch spannend. Wie könnte denn so ein Lohnunternehmer sich theoretisch von der Storyline her ausweiten? Also jetzt mal angenommen, die bleiben wirklich so und wollen Lohnunternehmen sein, wollen keine Felder kaufen. Was wäre denn eine Ausweitungsmöglichkeit für so ein Lohnunternehmen? Also wenn man es als Team spielt, wir haben sehr lange die Erfahrung gemacht, bei uns im Team halt auch mit Lohnunternehmer gespielt. Und es gibt wirklich Leute, die machen dann quasi die Arbeiten, die man mit eigenem Hof und Technik nicht schafft. Das bedeutet quasi, der Lohnunternehmer hat zum Beispiel einen Holmer, eine Kartoffelerntemaschine, einen Mähdrescher. Und den rufe ich dann an und bezahle den natürlich auch für seine Arbeiten. Das ist ja im 19er alles machbar. Und so würde der Lohnunternehmer sich dann auch auf Dauer auch vergrößern können, ne? Also maschinentechnisch und auftragstechnisch. Ja, man leiht halt nur die Fahrzeuge aus und tut dann halt selber die Arbeit machen. Ja, Genau. genau, das geht natürlich auch. Ja. Wie würde denn, hat der Möglichkeiten, sich flächenmäßig auszubreiten? Jetzt mal angenommen, der möchte wirklich mal eine, was weiß ich, eine Siedlung. Also man muss ja sagen, Kandelin, wenn man hier drauf guckt, die Felder sind riesig. Ne? Also Feld 24, wie viel Hektar hat das? 150. So, Freunde, 150 Hektar ist aber mal eine Ansage. Ne? Da braucht er schon auch mal eine Sämaschine. Jetzt mal angenommen, so ein Lohnunternehmer möchte sich wirklich so eine Seatalk mit einer Toolbore anschaffen. Die gibt es ja auch in Ostdeutschland. Da soll man die schon gesichtet haben, solche Geräte. So, was macht Auf denn der jeden Fall. dann? Der kauft sich die. Ja. Vielleicht geht er Richtung BGA. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Ne? Ist das BGA-Gelände belegt hier? BGA Kandelin? Ja, das ist eine eigene Farm-ID, ne? Eine eigene Genau. Farm-ID, der kann quasi Farm-ID. auch Farm dazu kaufen, ja. Oder BGA-Gelände halt. Ja. Oder er lagert aus ins Depot. Also wenn man das Depot später zum Lohnunternehmer dazu kauft, hat man natürlich auch gleich noch ein Silo, zwei sogar, und ein Güllelager. Also man kann dann quasi auch für die anderen Höfe die Gülle einsammeln und dazwischen Zu lagern. kaufen geht nur, wenn du dieses Safe Game mit einer Farm hast. So jetzt, wie es jetzt hier jetzt gerade zu sehen Ach, ist, ja, sind es stimmt, 8 mein getrennte Fehler. Höfe. Also da ist man jetzt fixiert auf den Hof. Okay, das heißt also flächenmäßig ausbreiten, dann muss er sich mal ein Feld kaufen und da halt eine Fläche betonieren und loslegen. Ne? Dafür haben wir das Oder so. Landscaping-Tool. Ne? Genau. Genau. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit Landscaping sowas macht, da gibt es Tutorials. Kenne ich jemanden, der sowas macht, sowas. Hashtag Schleichwerbung. Ja, muss auch mal machen. So. Kommen wir mal zur ID 2. Wo müssen wir denn da hin? Brauchen wir bloß. Ja, sozusagen geradeaus rüber.
Geradeaus rüber. Mike rennt schon vor, da rennen wir mal hinterher. Ja, wir wollen mal nicht über den Rasen rennen, ne? Wir wollen nicht über den Rasen rennen, geht der sonst kaputt? Ja, man weiß nicht. Genau, dann müssen wir aber in Kandelin dann rechts abbiegen. Also ich zeig... wieder. Sind wir geblitzt worden? Ja, noch nicht ganz, aber fast. Ich glaube, die 36 km/h ist schwer zu laufen. Naja, mit dem Speedplayer hier. Ja, Flash. Ah. Hier hätten wir einmal eine Seitenzufahrt zu dem Hof oder wir können auch vorne zur Hauptzufahrt gehen. Ja, dann lass uns mal bei der Hauptzufahrt anfangen. Luan ist hingebeamt, genau. Oder der ist tatsächlich über den Rasen gelaufen, ne, denke ich. Wahrscheinlich. Ich bin über die Kuhweide gelaufen, hat mir direkt mal einen Fladen auf Fuß getreten. So, dann herzlich willkommen bei Agrarkandelin. Ich bin tatsächlich fast, gab es hier nicht mal ein Schild, wo hier auch Agrarkandelin drin stand? Jetzt steht hier Projekt Mecklenburg 17 drin. Das stand schon immer da drin. Das stand schon immer, genau. Das okay. Weißt du nie, weil Patrick hatte sein Schild da davor platziert. Ja, wir haben das, achso, wir haben das davor gebaut, okay. Der hat ganz links sein Schild davor platziert, um die Beleuchtung mitzuklauen, der Lump. Ah, clever. So, ja, was hast du gesagt? Agrargesellschaft Kandelin? Genau. Das hört sich ja erstmal an, als hätte ich jetzt hier tatsächlich einen Hof, mit dem ich auch wirklich Agrar betreiben kann. Was ist denn der Sinn dieses Hofes und welche Funktionen bietet der denn für jemanden, der hier starten möchte? An sich kannst du hier so gut wie alles machen, sag ich mal. Du hast hier einen großen Milchhof, Milchviehbetrieb und auch eine große BGA-Anlage mit Silo und alles. Also im Prinzip ja vereinigt dieser Hof ein Ackerbaubetrieb mit einer Milchviehanlage von bis zu 3000 Kühen, die hier möglich sind. Oh, 3000 ist aber schon krass, echt? Ja. Also es geht. Ich habe es probiert. muss man aber nicht haben. Tja, was haben wir hier auf dem Hof? Wir haben jetzt zwei Großsilos. Mhm. Ja, dann haben wir, wie gesagt, die beiden Milchviehställe. Wir haben. Da haben wir schon unsere Mukus drin. Ja, guck mal, das ist auch richtig schön, wenn die hier mal endlich Futter kriegen. Die rufen jetzt natürlich, die wollen jetzt Futter haben. Haben wir natürlich für die Vorstellung jetzt nicht drin, die armen Mädels. Also, bevor hier aber einer Amnesty ruft, die kriegen noch was zu fressen. Die, keine Sorge. Die kriegen. Auf jeden Fall. Tja, hier haben wir ein Schüttgutlager für alle möglichen Schüttgüter von angefangen von Dünger, Saatgut oder natürlich halt auch Kartoffeln, Zuckerrüben, was man halt so abkippen möchte. Ja. Karotten, Zwiebeln. Genau. So. Und wie das nun mal so ist auf so einem großen Milchviehbetrieb, haben wir natürlich auch an der BGA gedacht. Da ist er. Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch echt schön gemacht. Also ich zoome mal hier so ein bisschen raus. Es ist einfach so, dass das wirklich schön in die Landschaft eingelassen ist. Ne? Die Flächen passen. Es ist nicht zu viel Platz zum Rangieren. Hier habt ihr jetzt natürlich ein bisschen mehr Platz auf dem... Ja, ich sag mal so, das ist so ein bisschen die rausgebaute Erweiterung für die BGAs, die Bauern heutzutage so machen. Die werden natürlich hinten am Hof und nicht direkt vorne an der Straße so eine BGA aufstellen. Da haben sie das auch. Also auch die Sachen finde ich stimmig. Das passt überall sehr, sehr sauber zusammen. Ja, eine sehr schöne Hofanlage, muss man sagen. So, und jetzt kommen wir hier tatsächlich zu den Silos, die auch nicht so oft vertreten sind, ne? Diese Siloanlage, die ihr hier habt. Das ist relativ selten zu sehen eigentlich. Wir haben hier einmal die Abkipptrecker. Da ist egal, auf welcher Seite man abkippt. Ist das ein Silo? Also es sind beide... Ein Silo, genau. Ja. Cool. Also man gleichzeitig abkippen, also ja. Genau, da könnt ihr tatsächlich auch, wenn ihr mit Autodrive mal arbeiten wollt, da könnt ihr schon einige abfahren lassen, ne? Genau. Und... Ja, hier drüben wird es dann halt auch gelagert und alles und kannst es auch wieder entnehmen. Ja, da ist das
Rohr zum Entladen. Schöne Nummer. Also ich finde auch, die, dass ihr hier wirklich so ein Objekt reingebaut habt, dass es entsprechend Farbe bzw. die, ja, ich weiß nicht, wie die Gebläse, die das dann braucht. Ihr habt einfach den der Realität Raum gegeben, ne? Nicht einfach nur die Fläche genutzt, das soll irgendwo rauslaufen, sondern ihr habt der Realität Raum gegeben. Das finde ich eine schöne... Das soll schon ein bisschen realitätsnah sein, auf jeden Fall. Ja, das finde ich einen schönen Aufbau. Und da können wir auch sagen, die Karte kann so realitätsnah gespielt werden, wie ihr das gerne möchtet. Also ihr könnt Seasons auf der Karte spielen, das ist alles eingebaut. Es gibt im Moment nichts, was hier auf der Karte nicht möglich ist. Ne? Ihr habt die Forge Extension Nummer habt ihr ja auch dabei, ihr habt Bias Plus dabei und all das ist spielbar hier auf der Karte. Muss aber nicht. Ne? Genau. Wir haben auch das Bias Plus für die Karte drauf. Also, und ja, darf man nicht vergessen, die Karte ist auch Strohbergungs-Add-on technisch auch spielrelevant. Ne? Auch kompatibel. Cool. Ja, auch kompatibel, genau. Nutzt ihr denn, darf ich das fragen, also das so ein bisschen reißerisch, nutzt ihr die Pellets noch irgendwo weiter? Wenn ihr Strohbergungs-Add-on sagt? Bis eingebaut jetzt ist nur... nicht, weil sich ist schwer machbar, weil müsste man den Fruchttyp auch in die Karte direkt registrieren und das ist halt immer ein Problem. Es so, kann okay. aber gespielt werden, es kann verkauft werden und es gibt ja mittlerweile auch alles Mögliche platzierbar und deswegen haben wir uns entschieden, das nicht mehr mit zu verbauen, sondern gesagt, wir lassen dem Spieler selbst die Möglichkeit und deswegen ist nämlich auch diese Fläche, die du hier halt so groß hast, hier standen früher auch noch zwei Silos, haben wir gesagt, okay, wir nutzen diese Fläche für die Spieler, um halt eine CCM-Mühle aufzustellen, um eine Pellets-Produktion noch mit hinzustellen und dergleichen, ne? Ah ja, halt die CCM-Mühle kann ja theoretisch auch unter die Halle hier platziert werden, ne? Genau. Ja. Das macht ja in dem Fall sogar auch Sinn, gerade. Also auch cool, dass ihr das gemacht habt, weil die, ihr wollt ja auch vielleicht mit Seasons spielen, dann müsst ihr gucken, dass euer Zeug irgendwie auch unter die Halle kommt. Das wäre dann nicht schlecht. Ne, damit so ein paar Sachen nicht verrotten. Ja, ja, das hier ist Hof 2, gibt hier ganz viel zu entdecken, BGA, Kuhhof. Ihr habt ganz viel zum Thema Fütterungstechnik gemacht. Ne? Da können wir vielleicht noch ein paar Worte eben zu sagen, weil Fütterungstechnik ja durchaus immer so ein Thema ist, gerade bei den Landwirten. Ihr habt euch da, wenn ich das richtig verstanden habe, auch beraten lassen von Landwirten, die das, wie die füttern, was die füttern. Ja, genau. Wir haben da zwei hochstudierte Landwirte, die immer Anhänger umschmeißen im Real Life bei uns im Team und die haben uns in 78 verschiedenen PDF-Dateien, die sie niedergeschrieben haben, auch erklärt, wie man füttern muss. Und wir haben dann versucht, das irgendwie spieltechnisch zu vereinfachen und umzusetzen. Und ich würde sagen, da sagt der Mike mal ein bisschen was zu. Und wir könnten direkt bei der Futtermischstation, denke ich, anfangen. So, wir müssen einmal auf den Hof hier am besten wechseln, damit man so alles sieht. Dann machen wir das mal. Jo. Ich habe jetzt gerade noch mal ein paar Tierchen geholt, damit man die auch sieht. Da haben wir jetzt gerade auch durch Mais Plus und sowas hat sich auch viel jetzt geändert, nochmal auch in der Fütterung. Dadurch haben wir jetzt auch mehrere Silage dort in der Karte drin und ja, man hat auch jetzt eine große Auswahl, was man füttern kann. Bei uns in der Karte war sowieso schon immer eine etwas andere Fütterung verbaut, sag ich mal, weil normalerweise ist es bei den Kühen ja so, dass hier immer nur eine Sorte verbraucht wird nach der anderen. Ja. Und ich habe das damals schon umgeschrieben gehabt, dass es halt bei uns alles gleichzeitig verbraucht wird, so wie es auch bei den Schweinen normalerweise ist. Ach, das sehe ich auch gerade hier unten. Da steht es tatsächlich in der Beschreibung auch drin, dass 25% Effektivität von den Einzelnen dazukommt. Das heißt, die werden alle runtergefressen. Genau. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Hinweis, dass Kühe dann wirklich auch gemischt befüttert werden und nicht einfach nur von oben Silage runter. Also wenn ihr Silage vormacht, dann sind die Kühe glücklich. Nee, das sind immer noch nur 25%, ne? Genau. Das funktioniert hier nicht. Ja. Also hier muss man jetzt schon überlegen, was man anbaut und ja. Ist man denn doch schon etwas gefordert? Genau, das ist schon eine andere Nummer. Also das, man wird es nicht einfach nur mit Silage erschlagen, sondern da müsste auch ein bisschen was tun. Ja, cool. Genau. Und im gleichen Atemzug haben wir natürlich auch noch die Futtermischanlage dafür auch vorbereitet. Also für alle, die Kanalin schon kennen, da sind jetzt noch ein, zwei Früchte dazugekommen. Die haben wir jetzt hier nochmal ein bisschen überarbeitet. Das läuft auch alles über Global Company. Und ja,
Da haben auch immer viele gefragt, die konnten das Ding irgendwie nicht befüllen, weil das ist nicht so, wie es normalerweise ist. Aber bei den meisten ist das, dass du vorne einfach abkippst und dann ist gut. Das Teil hat oben halt den Trichter und da müssen die entweder Ballen oder loses Material oben reingefüllt werden. Was das Genau. Ganze halt nochmal ein bisschen erschwert. Man kann auch mit viel Schwung im Ladewagen dagegen fahren, dann geht der hoch und dann kann Ja. ich direkt kippen. Kleiner Tipp Also. von mir an der Stelle: Es gibt einen Standard-Ladewagen, den man ausheben kann. Also der fährt richtig hoch und dann kann man es auch abkippen. Ne? Oder Der soll auch Anaburger, gehen. ne? Ja, genau. Also der ist im Standardspiel drin, kann man super nutzen da dran. Also ich habe auch schon gehört, es gibt total verrückte Typen, die Rampen vor solche Trigger setzen. Genau. Habe ich auch schon mal gehört. Ja. Aber nein, kippt es doch oben in den Trichter rein und habt Spaß damit. Und dieses Zahnrädchen-Symbol werden wir wahrscheinlich auch an anderen Stellen wiederfinden. Das Die hat heißt immer, einmal ich da kann. Funktionen sind. Ist das immer Global Company oder ist es auch, können es auch andere Funktionen sein? Nee, wir haben aber auch noch die alte Produktion, bevor Global Company rauskam, ist auch in der Karte noch verbaut und zwar in Cannelin und in Zahnewans. Okay. Da haben wir einmal die Getreidemühle, Mhm. um Getreideschrott herzustellen, und in Zahnewans, da haben wir einmal die Kaltproduktion. Die Kalkproduktion zahlen uns. Genau. Eins, glaube ich, sei noch ganz wichtig zur Fütterung gesagt. Und zwar erreichen uns immer wieder Anfragen, wo muss ich denn nun füttern? In welchen Stall muss ich den Mist rausfahren? Oder in welchen Gang Ja. kommt da Heu rein und das Stroh? Wir haben es euch wirklich so einfach wie möglich gemacht. Egal in welchen Kuhstall ihr fahrt, ihr könnt in beide abkippen. Und ihr könnt auch beide Ställe ausmisten und in beide Ställe kommt Stroh. Und zwar immer in diesen Futtergang. Quasi. Entweder Okay, wird. das heißt, es ist alles hier in der Mitte im Futtergang. Genau. Genau, in den Stall, beziehungsweise auch im anderen Stall. Ja. Richtig. Und bei uns in den Stallen kannst du auch Ballen abladen, was normalerweise auch nicht geht. Oh, Genau, guck mal. Ballen werden auch eingestreut. Also ihr So, könnt liebe Ballen Freunde, reinfahren. das ist, auch wenn die Jungs die Stimmlage nicht anheben, das muss ich jetzt mal tun. Ballen, ne, das sage ich schon seit Jahren, dass das immer hier reingehört. Ich verstehe das nicht, warum man da nicht Ballen hinstellt. Ne? Die werden am Bauernhof ja auch reingeworfen und mit dem Messer Deswegen. durchgeschnitten, die Taue und dann raus. Natürlich kann man überall Ballen reinwerfen und nutzen. Und ja, geil. Das Schöne Cool. ist halt hier auch wiederum das Ausmisten. Hier musst du wirklich den Stall ausmisten. Einmal auf den Stall die beiden Bahnen und auf dem anderen Stall auch. Also hier hat man sehr viel zu tun. Man Ja, cool. kleckert auch auf dem Boden hier davor, ne? Liegen einmal wieder ein Miststückchen. Okay, cool. Das ist doch Ja, eine schöne. aber Ja. eine Sache haben wir noch. Und Ja, zwar, dann wir los. müssen nochmal ganz schnell zu BGA. Andere Richtung, Luan. Ja, nee, ich habe gerade Ja, da kurz stand die überlegt. früher, ne? Nee, es ging Nee. mir mehr um die Gülle. Ganz wichtig ist, dass ihr auch hier bei der BGA mehrere Sachen an Materialien einfüllen könnt und unter anderem auch Gülle einfüllen könnt. Ihr braucht für das Gülle zubringen, einfach nur mit dem LKW oder mit dem Zubringer, mit dem Semitrailer. Ich sage es wirklich nochmal, dem Semitrailer. Wo finde ich Quasi den? nur unterm Shop, also Mhm. ganz normal Güllezubringer, dieses Kotte-Garant-Fass. Güllefässer, Kotte, Garant, Genau. TSA 30.000, Ja, ja? genau. Mit diesem Genau, unteres Fass. 8.000. Genau, mit diesem Fass könnt ihr quasi. Nein, nein, nicht das 8000er. Das 8000er hat keine Abladefunktion. Also das ist ein Okay. Güllefass und das andere ist ein Zubringer. Und nur mit dem Zubringer aus der könnt ihr quasi dort auch die Gülle einfüllen. Weil das Güllefass hat quasi keinen Überladeträger standardmäßig. Es gibt 1000 Mods, die das können, aber ich sag wirklich nochmal, für die keine Mods spielen wollen oder nur als Anfänger spielen wollen, mit diesem Fass könnt ihr das abtanken, auch ohne Schlauch. Das funktioniert. Und eine ganz wichtige Geschichte noch. Ich habe mir lange Gedanken gemacht. Wir haben in allen LS-Teilen die BGA immer als Gelddruckmaschine genutzt. Das ist hier nicht mehr möglich. Ihr könnt zweimal am Tag die Anlage bestücken. Also quasi einmal morgens, einmal nachmittags.
Aber nicht so, dass ihr jetzt permanent ein Förderband hinstellt und nur die Silage reinlaufen lasst und rund um die Uhr Geld verdient. Das funktioniert nicht. Dafür läuft die Anlage zu langsam quasi. Okay, also entsprechend runtergefahren. Das heißt also BGA, ja, ja, ihr könnt damit Geld verdienen, aber ja. Es ist nicht übermäßig zu Agrar- und Viehzucht. Ihr habt das ausbalanciert, ja? Genau. Ja, das ist auch ein wichtig. Ja, hier sieht, hier sind halt zwei Displays dran. Das erste ist halt für Feststoffe, wie Silage und was irgendwie alles, was man reinfüllt. Das zweite Display, da haben immer viele gefragt hier, wofür das ist. Das ist für Gülle, die man hier auch reinfüttert. So, das ist das untere, ne? Für die Gülle? Genau. Ja. Okay. Da dachten immer viele, dass die Digestate sind, die da im Becken hinten drin sind, aber nein, das ist für die Gülle, die man hier reinfüttert. Okay. Und es kann kein Stroh abgeladen werden, weil Stroh ist ein toter, ist tot, ja. Da kann man keine Energie mehr draus gewinnen. Das kannst du nicht gerne. Genau. Ja, da braucht man nicht drüber reden. Liebe Leute, von Stroh gibt es keine Energie mehr. Das ist das Ende von Energie. Ja, Strohpellets? Nein, auch nicht. Alles gut. Es wird nicht besser. Aber da gibt es keinen Gärprozess. Ne? Wenn das so trocken ist, dann gibt es einfach keinen Gärprozess. Was soll da gären? Ne? Also, ja, genau. Muss man schon mal festhalten. Von daher, ja, das passt. Das ist genau richtig. Ja, ich würde sagen, für unsere erste Folge werden wir das beenden. In den nächsten Folgen kriegt ihr die weiteren Höfe vorgestellt. Die gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer an. Und dann werden wir natürlich auch ein paar schöne Ecken von der Karte nochmal für euch haben. Und dann sagen wir noch Tschüss. 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 Und ich freue mich aufs nächste Mal und auf die nächsten Folgen. Viel Spaß dabei. Lasst ein Däumchen da und Modder loben. Hashtag nicht vergessen. Ne? Bis dahin alles Gute. Bye bye und ade.